Guten Morgen, ja, ein schöner Morgen ist es wieder. Die Sonne ist mal gerade erst aufgegangen. Boah, frisch, nur es geht eigentlich. Es ist 14, 15 Grad, völlig okay. Ja, Wetter bleibt ja so sehr, sehr heiß. Ja, die Nacht war eigentlich auch ganz gut. Ein bisschen unruhig ist ja immer so in so einer Stadtgegend hier, da ist immer ein Geräusche. Ja, aber naja, heute geht es zur letzten Etappe. Ja, die letzten 49 Kilometer. Traurig, dass es vorbei ist. Glücklich, es geschafft zu haben, wie immer. Ja, was erwartet mich hier noch? Frankfurt kommt noch. Natürlich noch die Mündung, der Rhein. Ja, werden noch ein paar Highlights sein. Eine ziemlich kurze Etappe. Ja, Urlaub habe ich noch. Was ich dann mache, das werde ich dann sagen. Und heute Nacht ist leider was passiert. Ja. Eigentlich ist die Tour bis hier total perfekt gelaufen, bis auf letzte Nacht um 3 Uhr nachts. Gibt's einen Knall, ja, Zeltstange das Fiberglas ist durchgebrochen. Genau am Gelenk ist es, glaube ich, eher das Aluteil, was da drin steckt, das ist gebrochen. Bam, kaputt, aber alles so heil geblieben, die Hülle, alles. Man kann es irgendwie nochmal aufbauen, wenn man möchte, aber die Tour ist ja eigentlich hier vorbei. Das war die letzte Nacht und noch was. Die Isomatte verliert auch ganz langsam Luft jetzt. Ein Loch kann man nicht finden, das muss so klein sein. Naja, die Radreisesaison ist ja sowieso dann für mich vorbei. Dann gibt es eben ein neues Zelt oder vielleicht kriege ich noch Ersatz für die Stange. Muss ich mal sehen. Man könnte das ja austauschen irgendwie. Aber naja, wird man sehen. Ich denke erstmal an heute, an diese schöne Tour nochmal. Jo. Dann werde ich sehen, was da kommt. Es wird bestimmt schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Nein, das ist noch nicht Frankfurt, das ist noch Offenbach. Die Skyline von, die ist nicht ganz so hoch. Sieht aber auch schon ganz nett aus hier. Wunderbar, schöner Morgen. Sauber, das gefällt mir so. Ja, sind schon jede Menge Berufspendler unterwegs hier mit dem Fahrrad. Oh, ein bisschen was los. Natürlich ist jetzt gerade eine Pause hier. Jetzt kommen gerade keine, aber... Ja doch, andauernd kommen welche. Ja, es steigen immer mehr aufs Rad. Auch in Offenbach werden viele Wohnungen gebaut, Schandflecken werden abgerissen, aber vielleicht auch Kleingärten platt gemacht, ja, nur für Wohnraum. Aber es wird immer noch viel gebaut, etliche Kräne stehen hier rum, das ist, glaube ich, in jeder Stadt so. Aber bis jetzt verläuft der Radweg echt super, immer hier am Main, keine Ampeln, super, so gefällt's. Thank you.
Ja, das kennt wohl jeder, diese Silhouette von Frankfurt. Jetzt bin ich mittendrin. Bis jetzt alles top. Super Radweg. Sieht ja richtig stark aus, auch so. Ja, mitten in der Großstadt jetzt, aber man merkt es eigentlich kaum, wenn man hier unten fährt. Natürlich viele Leute hier unterwegs, aber so ist das schön klasse. Und da fährt ein Feuerwehrschiff. Ha, was ein Zufall. Siehst du, da sind auch die Kreuzfahrtschiffe, die mich schon die ganze Zeit begleiten. Ha. Komme ich so langsam raus aus Frankfurt. Ja, war ein Trubel in so einer Stadt. Bin auch froh, wieder draußen zu sein, aber es war absolut keine Ampel. Kreuzungsfrei fährt man hier raus. So, jetzt sind wir hier gerade am Kantenmähen natürlich, ist klar. Aber war aber schön zu sehen, aber echt viel los. Aber jetzt wird es langsam ruhiger, man merkt es. Aber schön ist es ja trotzdem. Schwandorf muss man leider den Main jetzt verlassen und fährt ein bisschen landeinwärts. Ja, hier an dieser Autobahn war bis jetzt immer noch alles kreuzungsfrei. Nur ein paar kleine Wege jetzt, die man kreuzen musste, keine Ampel. Es läuft und läuft und läuft. Noch 30 Kilometer bis ins Ziel. Hier am Industriepark Höchst gab es dann doch plötzlich zwei Ampeln bis jetzt. Aber das hält sich ja noch in Grenzen. Hier braucht ihr keine Angst haben vor Autos, diese Straße ist gesperrt, die ist nur für Radfahrer und Fußgänger. Wow, und das ist Sindlingen da. Mal sehen, ob ich da denn auch mal mein Frühstück kriege, jetzt mein zweites. So langsam kriegt man Hunger. Ah, klasse. Ja, es riecht hier so ein bisschen, naja, hier ist ja auch viel Industrie gerade hier. Ja, hier in Sindlingen, da war sofort ein Bäcker gleich nur ein paar Meter neben der Strecke gleich zugeschlagen. Ja, mit Hunger soll man nicht einkaufen. Ist ganz schön viel, aber ich habe jetzt irgendwie guten Hunger. Ja, und der Platz ist auch wieder toll. Zwar, man hört Verkehrslärm. Der Geruch geht noch von der Chemie. So ein ganz leichter, nicht ganz klare Luft, würde ich sagen. Aber es geht. Ich habe Hunger jetzt und werde jetzt was essen. Und nochmal, ja,
die letzten Kilometer machen. Das sind noch 25, die Hälfte habe ich schon. Naja, erstmal futtern und dann sehe ich weiter, wie es weitergeht. Und die erste Wespe hat auch Hunger. Geht so weiter, war gerade mal eine Ortsrundfahrt, aber es geht so weiter mit dem tollen Weg hier. Noch 15 Kilometer. Jetzt bin ich bald am Rhein, da kann man schon fast riechen, keine 8 Kilometer mehr, es ist bald vorbei. Gerade muss ich noch mal so ein Hafengebiet umrunden, aber hier ist er wieder toll, direkt an den Weinreben hier, hängen auch voll. Wird bestimmt ein super Jahrgang bei der ganzen Sonne. Naja, auf zum Endspurt. Gerade eben unter der letzten Mainbrücke durchgefahren. Jetzt sind es keine 2 Kilometer mehr, dann bin ich am Ende vom Weg. Ah, ah, vorbei. Es ist vorbei. Ich habe es geschafft. Ich bin da. Ende.
aus, vorbei. Ja, das ist es nun, das Ende. Ich bin hier an der Mainmündung. Ach, ich hab's geschafft. Nach 1204 Kilometern, am 15.09.11.10 Uhr, fast 11.11 Uhr, würde fast passen mit Mainz, Wiesbaden hier. Ist aber noch kein Karneval. Ja, ich hab's geschafft. Was für eine Reise. War ganz klasse. Wunderbar. Ja, vier auf einen Streich habe ich geschafft. Vier Flussradwege. Zuerst die Taube. Wunderbar. Nur zu empfehlen. Altmühl, Talradweg. Wunderbar. Nur zu empfehlen. An der deutschen Donau ein Stück. Wunderbar. Nur zu empfehlen. Dann die Naab hoch. Was soll ich sagen? Wunderbar. Echt top. Nur zu empfehlen. Und dann, ja, den Main nochmal hier runter. Bis hierhin. Echt top. Nur zu empfehlen. Heute ist man fast 90% nur in parkähnlichen Landschaften gefahren. Zwei Ampeln habe ich gehabt. Kreuzungsfrei fast. So ein paar in den Ortschaften noch so ein bisschen. Aber echt top. Super klasse. Tolle, viele Eindrücke gesammelt. Unglaublich. Nur zu empfehlen für jeden. Auf jeden Fall macht es. Leute, nicht zu Hause sitzen bleiben, wenn ihr meint, ihr wollt. Ist immer möglich. Man kann auch immer wieder abbrechen, wenn man will. Aber das kam überhaupt nicht in Frage. Und das Wetter hat diesmal so gut mitgespielt. Wunderbar. Diese 10,5 Tage, muss ich ja jetzt sagen, bin ich unterwegs gewesen. Alles super. Einmal ganz bisschen Nieselregen. Also da rede ich gar nicht von. Da kann man sich echt nicht beschweren. Echt top. Und die ganzen Landschaften. Von flach bis Großstädte bis Berge. Alles dabei gewesen. Wow, das war klasse. Und mein Urlaub ist ja auch noch nicht zu Ende. Ich habe ja noch mehr vor. Wieso mehr vor? Ja, ich muss eigentlich jetzt zum Bahnhof. Ja, 2 Stunden 17 mit dem Bummelzug, mit der Regionalbahn, dann wäre ich in Wertheim. Ja, aber das Wetter bleibt ja top. Ich habe noch Zeit. Ich werde nach Wertheim wieder mit dem Fahrrad zurückfahren. Ohne Kamera, ohne Instagram, einfach nur nochmal für mich. Dieses Stück werde ich nochmal genießen. Eine Zwischenübernachtung nochmal. Das habe ich mir jetzt überlegt. Ich könnte jetzt auch irgendwo längs fahren. Ich hätte ja noch, ja, bis Samstag oder so könnte ich noch fahren. Aber nee, ich will jetzt den einfachen Weg jetzt zurücknehmen. Zur Fahrt ist gut, wenn ich die jetzt nicht machen brauche. Ja, echt super, echt klasse. Ja, auch hier selbst die Mündung. Ich muss aber sagen, beeindruckend ist sie nicht. Denn wenn ich an Schleswig-Holstein denke, die Eidermündung, wie breit die ist, ja, dann ist das hier nur ein Klacks. Ich hoffe, es hat euch heute auch gefallen, die ganze Reise. Ich bin begeistert. Ich freue mich aber auch noch wieder auf die 170 Kilometer jetzt nochmal zurück. Ganz für mich alleine, ja, ohne Instagram, ohne YouTube, ohne Videodreh. Das kenne ich ja nicht, das wäre Wiederholung. Ja, falls noch irgendwas passiert oder sonst was, was soll noch passieren? Das Zelt ist kaputt, die Isomatte ist kaputt. Naja, aber zum Glück am letzten Tag, ich werde wahrscheinlich heute Abend Zimmer nehmen. Ja, und wenn ich in Wertheim bin, vielleicht nochmal auf dem Campingplatz, da gibt es ja auch diese Bike Lounge nochmal, da würde ich vielleicht noch eine Nacht übernachten. Und dann am Donnerstag übermorgen, ja, werde ich wohl mit dem Auto zurückreisen. Und dann ist es auch endgültig gewesen. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, das kommt sicherlich. Eine Tour werde ich bestimmt noch dieses Jahr machen. Muss sein bei diesem tollen Jahr. Tolles Rad ja von mir. Nochmal so ein Fazitvideo mindestens. Aber ich habe immer so viele Ideen und bin immer so unruhig. Da kommt bestimmt noch was. Ja, ich muss echt mal versuchen, die Videos schneller rauszuhauen. Sonst bin ich bald 2 Jahre zurück. Ja. Aber naja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Tschüss.